VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Donnerstag, ganz herzliches Willkommen euch zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Kiel. Das gilt natürlich wie immer auch für unseren Chefcoach Peter Vollmann. Peter, die zweitweiteste Auswärtsfahrt der Saison steht an einem Wochenende an die Förde. Zuerst werfen wir mal eingangs einen Blick aufs Personal. Können alle diese Weiterreise mit antreten oder gibt es schon Ausfälle? Ausfälle noch nicht direkt. Ich denke mit Gerald Wehkampf, der hat mit seiner Verletzung hier, wo er umgeknickt ist, das ist eine Sache, die läuft einfach noch. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht gut aussieht. Und zweiter ist Matthias Morris, hat Probleme an der Ferse. Und da gehe ich mal von aus, dass es 50-50 im Moment ist, ob er spielen kann. Dann schauen wir auch gleich auf den Gegner, den du ja auch sehr gut kennst, dein Ex-Verein. Platz 7 momentan, Holstein ja mit Ambitionen auf die zweite Liga. Was denkst du aus deiner Sicht, könnte sich das diese Saison schon erfüllen? Das ist ja nochmal eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. das kann ich nicht sagen, ob das so ist. Ich denke, dass sie das vorhaben und dass sie auch das Potenzial dazu haben. Und es wird aber so sein, dass irgendwo in den letzten 10 Spieltagen die Situation entschieden wird, wenn er letztendlich ganz oben sein wird. Die haben auf jeden Fall das Potenzial, haben auch jetzt nochmal mit einigen Spielern nachgelegt. So sieht man ja, dass da eine Menge Willen hintersteckt, das zu schaffen. Und ich traue ihnen auch zu, dass sie es schaffen können. Dann schauen wir gleich nochmal in die Glaskugel. Im Hinspiel gab es diesen 1-0-Erfolg durch Maxi Welsmöller kurz vor Schluss. Wie hoch schätzt du die Möglichkeiten auf eine Wiederholung am Samstag? Kann ich sagen, ja, nicht. Gut, dann dürfen wir gleich schon in eure Fragerunde einsteigen. Schauen wir mal, Basti, ob der Coach deine Frage beantworten kann. Ich hoffe doch, dass alles keine Schätze fragen oder sowas. Ja, Sie haben vor dem ersten Spiel davon gesprochen, dass es für Sie immer so Versuchsspiele sind. Wie zufrieden sind Sie denn speziell mit dem Versuchsaufbau, sprich der Aufstellung? Und wie viel Prozent von der Aufstellung, die wir da gesehen haben, können wir dann auch in dem Spiel dann jetzt in Kiel machen? Heute ist Orakeltag. Ja, schwierig zu sagen. Wie gesagt, wir müssen jetzt erst die Situation mit Gerrit Wehkamp und Matthias Morris abwarten. Gerrit Wehkamp hat sich ja in der zweiten Halbzeit in diesem Spiel sehr empfohlen für ein weiteres Spiel. Das muss man auch klar sagen. Deswegen ist das so, dass das zweite, dritte Spiel auch immer dann eine etwas andere Aufstellung dass es da in den Spielen eine etwas andere Aufstellung gibt, als das beim ersten Spiel dann oder beim ersten Wettkampf der Fall sein. Das wird auch bei uns so sein. Also ich denke, dass wir zwangsweise auf zwei Positionen umstellen müssen, weil die wirklich sehr wackelig sind. Und insofern wird automatisch auch eine andere Aufstellung personell da sein. Und ja, das muss man jetzt eigentlich abwarten. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, die nicht so gut war. Und die Leute, die in der zweiten Halbzeit reingekommen sind, haben sich empfohlen. Was die Abwehrreihe betrifft hinten, gibt es da notwendige Wechsel? Im Moment gibt es da für mich keine notwendigen Wechsel. Das hatte jetzt, wenn man die Viererkette sieht, die hat im Großen und Ganzen seine Aufgabe erfüllt. Hat sich aber auch in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert, was aber natürlich auch mit dem ganzen System zusammenhängt, was davor sich abspielt. Und insofern muss ich jetzt nicht, wenn die berühmte Frage nach dem Totti kommt, dann sehe ich jetzt da im Moment keinen personellen Wechsel, den ich unbedingt für erforderlich halte. Vielleicht doch das eine oder andere Wort noch zum Gegner. Wie sehen Sie die aktuell jetzt ein Spiel mehr? Ja, ich glaube, dass Holstein Kiel in dieser Liga eine Rolle für sich spielen kann, weil sie, ich habe es gestern schon gesagt, so in Beine und in Steine unheimlich viel investiert haben und investieren können. Insofern ist der Verein aus meiner Sicht vielen Vereinen in dieser Liga voraus, was wirtschaftliche Mittel angeht, was auch Struktur
angeht. Die Geschäftsstelle sieht so aus, da würde ich manche Bundesligisten die Finger nachlecken. Und insofern ist der Verein unheimlich gut aufgestellt, personell wie auch, wie ich schon gesagt, strukturell. Und für mich ist es nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr mit Sicherheit geht der Verein in die zweite Liga. Spielerisch aktuell? Es ist schade, dass sie da in Frankfurt nicht 11 gegen 11 zu Ende spielen konnten. Das wäre für mich auch besser gewesen, weil eine Analyse fällt dann eigentlich nach 30 Minuten schon hinten runter, wenn der Kinsley die gelb-rote Karte bekommen hat. Das heißt, ist ab der 30. Minute ein anderes Spiel gewesen, was sich also von der Analyse eigentlich hier gar nicht mehr lohnt. Weil von da an hat der Gegner eine andere Einstellung gezeigt, was taktische Dinge angeht, hat sich etwas anders gestellt. Insofern können wir die ersten 30 Minuten bewerten und da war sicherlich Holstein die bessere Mannschaft. Und und es ist ja natürlich auch so, das ist ja auch kein Geheimnis, die müssen jetzt sehen, dass sie in die Hufe kommen, dass sie Punkte sammeln und da wollen sie sicherlich gegen uns mit anfangen. Wo steht denn der VfL jetzt nach dem ersten Spiel, wenn Sie nach dem, also vor dem ersten Spiel noch nicht sagen konnten, wie die Lage genau ausschaut? Wie können Sie da jetzt? Ja, ich denke, dass wir etwas salopp formuliert einen Punkt näher an die berühmten 45 Punkte sind. Und es ist, wie gesagt, für mich auch immer schwierig, weil die Ergebnisse ja auch immer wieder überraschend sind in dieser Liga. Was aber ist, glaube ich, also es ist nicht so, dass irgendwo einer aussichtslos zurückliegt, sondern jeder kann noch seine Ziele erreichen und der VfR kann seine Ziele auch noch erreichen. Und das, was ich immer sage, wir müssen in den Rückspiegel gucken und sehen, wie schnell sich bei uns im Kader etwas verändern kann. Und insofern Prognose, immer das, was ich sage, ein Spiel nach dem anderen gucken und uns neu dann nach dem Spiel aufstellen. Und es ist vielleicht auch so, dass wir auch damit umgehen müssen. Ich habe mir auch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil man immer noch unsere Offensive so ein bisschen anspricht. Und das ist ja auch manchmal so, dass wir da nicht gut, dass wir da etwas instabil sind, dass wir vielleicht wir damit umgehen müssen, dass wir etwas instabil sind, anstatt permanent hinterher zu häscheln, ja, warum wir jetzt in der Offensive nicht so gut sind. Sondern da, glaube ich, sollte man die Dinge nehmen, das, was uns schwerfällt, versuchen wir zu verbessern, aber das, was wir gut können, müssen wir unbedingt konstant weiter auf den Platz bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, auch in der Rückrunde unsere Punkte zu holen. Wenn Sie schon den Sturm oder die Offensive ansprechen, wie sehen Sie denn den Neuzugang vorne drin? Das ist auch so eine ähnliche Frage, die ich natürlich in Wahrheit noch nicht beantworten kann, weil er, das wäre mir sicherlich uns entgegengekommen, wenn er das Tor in 88. Minute macht, dann wäre er sicherlich schon mal mit einem Tor dabei gewesen. Ich glaube, dass er sich nach wie vor bei uns auch noch eingewöhnen muss. Ich glaube so insgeheim, dass er vielleicht auch die dritte Liga so ein Stück weit unterschätzt hat. Das ist so, dass er sieht, dass hier auch Fußball gespielt wird. Und ich glaube, dass er uns weiterhelfen kann. Aber es ist nicht Ronaldo oder sonst irgendein Spieler, sondern es ist für uns eine weitere Alternative, die wir einsetzen können und auch werden. Und er wird auch jetzt in Kiel sein Spiel bekommen, so dass er weiter daran arbeiten kann, sich zu empfehlen. Und und dann müssen wir einfach die nächsten zwei, drei Spiele abwarten, ob er sich da so wirklich reinspielen kann, wie wir uns das alle wünschen. Das ist jetzt keine Skepsis, sondern es ist einfach ein Zustandsbericht nach einer Woche und nach einem Spiel. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Tatsache, dass er die dritte Liga unterschätzt, habe ich aber keinen Vorwurf in seine Einstellung, oder? Nein, absolut nicht. Also Spieler ist okay, also hat eine gute Einstellung, gute Trainingseinstellung und das ist alles okay. Gewisse Dinge habe ich mir auch schon gesagt, die ich einfach auch brauche. Ja, wir haben in der Offensive müssen wir jeden Ball verteidigen. Das hat er in der ersten Halbzeit sehr schlecht gemacht. Innenverteidiger immer da mit seinem Pfirsich da. Und da muss er einfach den Ball mehr und besser verteidigen. So wie das bei uns immer gesagt hat. So, jeder Spieler muss bei uns, egal ob offensiv, defensiv, bis zum letzten Hemd, versuchen, den Ball zu verteidigen und alles dafür tun, dass der bei uns bleibt, beziehungsweise nach uns kommt. Und das ist so eine goldene Regel, die ich immer den Spielern mit auf den Weg gebe. Und die muss jeder erfüllen. Und das meine ich damit, dass man sich da vielleicht so die Situation unterschätzt hat, dass es vielleicht in der dritten Liga einfacher ist, den Ball festzumachen als in der zweiten Liga. Und das ist mit Sicherheit nicht so. Die individuelle Klasse von Kiel haben Sie angesprochen. Wo sehen Sie sonst Stärken bei der Mannschaft? Ja, ich glaube, dass sie durchgehend gut besetzt sind, vom Torwart angefangen, im Bereich der Viererkette, Mittelfeld, ja, mit Drexler, Bieler, Kinzi ist jetzt gesperrt, sicherlich alles gute Spieler, haben jetzt nochmal Asemi geholt, ja, der kostet ja auch keine 3 Euro von Fürth, also ein Spieler, der mal in der Bundesliga gespielt hat und jetzt versucht, da irgendwo einen Neuanfang für die nächsten 6 Monate oder länger dann hinzubekommen. Also der Club will mit aller Gewalt Potenzial freimachen und Konkurrenzkampf schaffen und ich glaube, dass Spieler, die, ich sag's mal ganz provokant, da auf der Bank sitzen, bei uns auch spielen würden. Kiel gilt als einer der reichsten Vereine. Kiel hat Möglichkeiten, entsprechend auch einzukaufen. Trotzdem sind sie nicht dort, wo sie dann stehen würden. Sind sie enttäuscht ein bisschen, wo die Kieler momentan sich aufhalten? Nein, ich glaube, dass sie einfach da die Situation erkannt haben. Und da wird es sicherlich auch einige Spiele geben, wo man gesagt hat, ja, wie wir auch schon mal sagen, so zwei Spiele, die hätten wir auch gewinnen können, dann wären sie ganz oben dabei. Also ich glaube, dass das nur an ein, zwei Spielen hängt, die sie jetzt unterm Strich vielleicht gut gespielt haben, aber nicht gewonnen haben. Und insofern hat man da jetzt nochmal Korrektur auch versucht hinzubekommen mit personellen Wechseln. Ob der Verein der Reichste ist, kann ich nur vermuten. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Glauben Sie, dass Sie mehr Geld als wir haben? Das wissen Sie oder das glauben Sie? Das glaube ich. Knapp 10 Stunden Fahrt stehen wir vor dem Freitag. Normalerweise trainiert ihr an dem Tag vor dem Spiel immer noch. Ist das ein Nachteil, dass ihr dort die Möglichkeit nicht habt? Wenn ich es auf letztes Jahr zurückführen würde, dann haben wir das Spiel verloren. Da haben wir die gleiche Variante gewählt, aber es ist sich nicht anders möglich. Wir werden morgen früh um 7 Uhr uns auf den Weg machen, werden dann irgendwann um 5 Uhr in Kiel eintreffen. Es ist Freitag durch Hamburg und die Strecke beträgt, glaube ich, fast 800 Kilometer. Und unser Busfahrer muss immer auch seine Pause haben, das dauert alle. Und aus dem Bus zu steigen und dann irgendwie zu trainieren mit dem verschiedenen Rhythmuswechseln von Tempo und so weiter, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Das heißt, wir können da maximal koordinativ arbeiten, einen kleinen Ball aufmachen, sodass die Spieler so ein bisschen sich gelockert haben, Muskulatur, also aus dem Bus steigen und dann Training machen, ist absolut nicht möglich. Ja, das geht nicht, also müssen wir dann diese koordinativen Dinge und den Lauf mit reinnehmen und werden versuchen, das dann so wie letztes Jahr auch hinzubekommen, aber versuchen natürlich ein anderes Ergebnis zu erzielen. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.